Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Moment of Silence. Wir suchen nach einem Weg auf diese Cargo-Zeppeline zu kommen. Frage ist, sie meinte, wir sollten uns an diesen Service da wenden. Können wir den über ein Infocenter erreichen? Guten Tag, hier ist das, was kann ich... Tatsächlich nicht. Vielen Dank. Wäre ja auch mal wieder viel zu einfach gewesen. Dann hätten wir dann eine Adresse erfahren können. Fenster. Ist schon traurig, die Obdachlosen so zu sehen. Ach, schon wieder die Jungs. Ich bin gleich wieder für sie da. Ist doch immer noch nicht, von welchen Obdachlosen die reden. So, jetzt ist die Trolla wieder weg. Jetzt geht sie dahin und macht den armen Teufel wieder die Hölle heiß. Was für eine Welt. Ja, genau das wolltest du doch, Peter. So, was kann ich jetzt hier? Kann ich nur die Sicherheitsdinger, die Überwachungsdinger benutzen? Leider ja, sie hat jetzt nicht irgendwie so einen Ausweis oder so rumliegen. Das wäre natürlich zu einfach gewesen. Was schaut er denn jetzt nach? Hoffentlich nicht wieder das, Schließfach braucht er ja nicht mehr. Interessant. Ach, ist aber leider... Na, und die kannst du hier abbrechen. Ach, ich hätte gedacht, der schaut jetzt irgendwas wegen den Zeppelinen nach. Schade. Ja, das brauchst du, weißt es doch schon längst. Ach. Dass man das nicht abbrechen kann, das finde ich jetzt gerade schlimm. So. Na also. So, das kennen wir ja. Das war leider nicht so effektiv, wie ich gehofft hatte. Ach, die. Gott. Die habe ich leider echt voll übersehen. Weil die sehen ja, die sehen irgendwie nicht so anders aus wie alle anderen hier. Gibt es hier irgendwas Wichtiges in dieser Air Lounge? Für irgendwas... Loop für Rollfeld... Ich kann mir das Rollfeld... Da draußen rauscht der Flughafenbetrieb. Ja, bringt mir relativ wenig. Ist hier ein... Für irgendwas muss sie doch auch gut sein. Flaschenregal. Nee. Medical Station. Kann ich nicht hoch. Ja, komm. Ach, Peter. Meine Fresse. Jetzt geh doch mal da. Danke. Wo könnte ich denn so einen Sicherheitsausweis? Soll ich mal wieder die Jungs vom Alien Attack Club meine Allzweckwaffe fragen? Ob die irgendwie wissen, wie ich an sowas rankomme? Oder noch mal mit dem Verschwörer-Opa reden? Fahren wir erstmal in die Lower East Side. Ist jetzt, glaube ich, viel zu viel Hoffnung in diese Jungs. Aber wer soll uns sonst irgendwie helfen können? Deswegen. So, Rita. Hi, Rita, ich bin's wieder. Ich sehe es, süß. Hast du nochmal erklärt? Mit dir kann man nicht reden. So, dann mal Alien Attack Club. Oder kann da uns Brian wieder helfen? Ich meine, der ist ja ein Ex-Krimineller. Vielleicht kann er uns auch dazu etwas sagen. Könnt ihr nicht Ausweise fälschen? Hallo, ich bin's nochmal. Was geht? Warum frage ich dich eigentlich? Du kannst sowieso nichts.
Ich glaube, der wird eh nie wieder wichtig werden. Cypher. Ich bin's wieder. Ah, na, komplett. Nee. Okay. Dann doch nochmal den Opa. Den Huntington. Oder ist dieser Service vielleicht bei uns im Gebäudekomplex? Am Flughafen war ja nichts mehr, oder? Na doch, man konnte zwischen den Spinden ja her, um sich die Zeppeline anzusehen. War das wichtig? Ich weiß es nicht. Nein, nicht zum Schrottauto, zum Setcar, bitte. Das ist auch so doof übereinander ist hier. So, Setcar. Einmal Greenwich. Zum Mr. Huntington. Fest. Die Tasche. Na, Tasche wollte ich jetzt nicht angucken. Messenger. Unser Inventar ist so vollgemüllt. Huntington. So. Das finde ich auch so nervig. Das ist auch Zeitstreckerei, dass man das so gemacht hat. Statt dass man es jetzt einfach gemacht hätte, dass er den Laden danach einfach mal auf hat. Nein, man macht es kompliziert. Und weil er jetzt eh hier hinten im Hinterzimmer steht. Mr. Huntington, ich bin's nochmal. Hallo Peter, schön Sie wiederzusehen. Schön. Tatsächlich kann man jetzt nicht mit dir drüber reden. Wäre auch zu einfach gewesen. Dann versuche ich es doch nochmal am Flughafen. Irgendwie, ob er da noch was sagt, wenn man jetzt da zwischenher geht. Ach, ich will doch einfach nur hier raus. Und du läufst wieder die bescheuertsten Wege, Peter. Ist doch echt nicht mehr schön. So. So, JFK Airport. Ich meine, eigentlich muss die Lösung ja hier am Flughafen liegen. So. Ich glaube nämlich, nach Arecibo fliege ich jetzt nicht. Ich meine, wer soll mir denn da weiterhelfen können? Jetzt wäre der Preis da hier die Lösung ist, na dann heul ich aber. Zeigte mir nur die Eingang an. So, da konnte ich doch zwischenher gehen, oder nicht? Oder wo? Ne, hier konnte ich rausgucken. Das bringt mir aber gar nichts. Ich meine, ich sehe jetzt, dass da welche stehen, aber mehr kann ich leider auch nicht machen. War jetzt wohl nicht die erhellendste Info. Das Lesegerät. Kann ich da näher ran? Nee, hier an die Seite. Na, komm. Nee, dann geht er da hinten hin. Zeigt er mir sonst noch Orte an, wo ich nicht war? Air Lounge. Da mal rüber. Was ist denn Terminal A noch? Ach so, nee, Terminal A ist ja hier Luna 5. Da müssen wir bestimmt auch noch mal hin. Da müssen wir nämlich bestimmt noch mal auf Graham Oswalds Ticket zurückgreifen, was der gewonnen hat.
hat er ja auch im Tagebuch geschrieben, dass er das da gewonnen hat. Dann doch noch mal zum Büro. Downtown Manhattan. So, einmal wieder das Terminal, uns autorisieren. So, Claire ist ja scheinbar nur ein Garten und kein Informationsspot. Oder doch? Kann die uns auch Informationen darüber geben? Was benutzt man? Gebäudeinformation. Great Central Plaza. 36 Fahrstühle, Büroflächen für 34.000 Menschen. Doppelt so viele, wie der Union Tower fassen konnte. Ja, jetzt zeige ich mir nur das hier alles als benutzbar an. Kann ich jetzt gleich nicht fragen. Halt. Nee, kann ich mich nur als Right. Right, bleiben, Right nennen. Ja. Natürlich. Das auch, ja gut, auch wenn ich mich identifiziert habe, kann sie mir nichts sagen. Das ist natürlich doof. Begrüßungscounter brauche ich wahrscheinlich nicht. Na, ich wüsste jetzt echt nicht, was ich jetzt wieder mal tue. Peter, sieht ganz so aus, als könntest du nicht ohne uns leben, oder? Hallo Brian. Du siehst schlecht aus, Mann. Da, tatsächlich. Brian, kann ich dich mal sprechen? Sorry, Mann, aber wir stecken hier gerade mittendrin im Kampagnenlaunch. Hat es vielleicht noch 2 Stunden Zeit? Nein, es muss jetzt sein. Tatsächlich. Nein, es muss jetzt sofort sein, Brian. Ach, komm schon, Peter, ich bin wirklich knapp dran. Können wir nicht nachher... Brian, bitte. Na gut, schon gut. Gehen wir einen Moment in die Küche. Kann uns tatsächlich Brian helfen? Okay, dann schieß mal los. Ach nein, das ist einfach zu blöd. Nein. Mache ich auf dich einen seltsamen Eindruck? Das wird uns nicht weiterhelfen, oder? Mache ich auf dich einen seltsamen Eindruck? Was soll das heißen, seltsamen Eindruck? Eigentlich nicht. Nicht mehr als sonst. Ich meine, habe ich mich irgendwie verändert? Rede ich wirres Zeug? Okay, Peter. Was ist passiert? Ich habe etwas gesehen. Nachts, bei mir vorm Fenster. Was hast du gesehen? Ich weiß es nicht. Das sah aus wie ein UFO. Es hatte Kameras und Scheinwerfer. Und es hat mit so einem roten Lichtstrahl in meinem Apartment herumgeleuchtet. Warum sagst du denn nichts? Ich höre dir zu. Also bin ich verrückt? Soll ich mich behandeln lassen? Du bist mitgenommen, Mann. Du brauchst eine Pause. Vielleicht solltest du Mr. Greenberg wirklich fragen, ob du eine richtige Auszeit nehmen kannst. Eine längere. Vielleicht fährst du mal zur Kur und sprichst mit einem... ja, mit einem Analytiker. Du meinst also, dass ich verrückt bin? Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Nein, ich meine nur... Peter, es gibt keine UFOs. Und das weißt du. Und was habe ich dann vor meinem Fenster gesehen? Du hast bestimmt geträumt. Oder es waren Lichtreflexe oder die Positionsleuchten eines Cargo-Airships. Was weiß ich? Es war da, Brian. Es war da, vor meinem Fenster. Du hast eine schwere Zeit. Da würde jeder von uns... verrückt werden, ja? Ein wenig die Kontrolle verlieren. Ruh dich aus. Schlaf dich aus. Du bist wirklich eine große Hilfe, Brian. Was erwartest du, Mann? Ich versuche nur... Ich erwarte gar nichts. Ach nein, das ist einfach zu blöd. Das ist ja jetzt auch dumm. Ach nein, das ist einfach zu blöd. Was ist zu blöd? Dazu vergiss es. Ich brauche einfach Schlaf. Nun komm schon, Peter. Was hast du denn, Mann? Du kannst mir alles erzählen, das weißt du. Dafür sind wir Kumpels, Freunde. Also, heraus mit der Sprache. Na gut, okay, ich danke dir. Okay, ich danke dir. Ich denke, wir müssen jetzt wieder, hm? Ja, yep. Ich glaube auch. Also dann, bis gleich. Hat uns jetzt nicht weitergebracht. Frage, hat das jetzt irgendwas am Flughafen vielleicht getriggert? Dass da jetzt dann was Neues passiert.
Es war höchstwahrscheinlich ein Gespräch, was wir führen mussten. Bill, kann ich mit dir auch noch... Na Bill, wie sieht's aus? Alles klar, so. Ich dachte... Du nervst. Können wir sicher... Ja, mit deinem selben dummen Spruch hätte man da nicht auch mal irgendwie was Neues programmieren können. So. Chefetage. Lustig ist, dass er mir die gar nicht anzeigt mehr. Hier funktioniert die Hotspot-Anzeige scheinbar gar nicht. Ich weiß, ich gehe jetzt hier alles systematisch damit durch, aber... Ich gehe jetzt nochmal zum Flughafen. Ich weiß nicht, ob das was getriggert hat. Ich meine, unser Ziel ist doch, dahin zu kommen, oder? Auf so ein Dingens, auf so ein Zeppelin oder nicht? Er geht's da nicht raus? Ach, keine Ahnung. Können wir jetzt irgendwas mit Ritas Nummer vielleicht machen? Können wir die anrufen? Können wir jetzt irgendwen anrufen? Infocenter. Guten Tag, ist das was kann ich? Nein. Vielen ich glaube, Elena wird uns auch nie wieder helfen können. Die Polizei. Hallo, möchten Sie... Oh, sorry, entschuldige. Kein Problem. Natürlich nicht. Das heißt doch, Ihr Freund und Helfer. Boah, ich bin mal wieder so ratlos wie immer. Wunderprächtig. Ich muss jetzt... Oder muss ich doch nochmal... Ich weiß nicht, ob ich nochmal in den Park... Ich gehe sicherheitshalber auch nochmal in den Park. Ich glaube zwar nicht, dass sich da jetzt was geändert hat, aber Vorsicht ist besser wie Nachsicht. Hier nochmal schön die Taste verwenden. Jetzt hätte mir auch nur die Setcars an. Ich bin überhaupt nicht sicher gehen, dass ich jetzt irgendwas Blödes übersehen habe. Ich denke mal, dass jetzt das mit Brian tatsächlich irgendwas getriggert haben könnte. Weil es bestimmt ein Gespräch ist, was man vorher führen sollte, bevor man das macht. Das ist zumindest so gedacht, ist, dass man das macht. So, einmal hier zum anderen Parkende. Wird mir schon angezeigt, dass ich da mit wem reden kann. Auf jeden Fall ist der Typ scheinbar immer noch heiser, dieser Untergangsprophet. Weil er sagt nichts mehr. Werdet auch nur ihr mir zum Reden angezeigt? Gruselig. Das höre ich mir nicht nochmal an. Tatsächlich nicht. Na gut, war halt scheinbar ein bisschen unnütz. Hier irgendwas übersehen? Scheinbar nicht. Dann reden wir mal mit dem Gitarrenspieler. Sicherheitshalber. Vielleicht ist er ja Mitglied dieser Cargo-Dingster-Bumster. Hallo. Oh, na also. Tut mir leid, wenn ich die... Und? Leider nicht so. Nein. Ich muss alle... Also irgendwann im Spiel werden wir doch nochmal was zum Rauchen für den finden müssen. So häufig, wie der einen drauf anspricht. Soll ich jetzt nochmal zum Flughafen gehen? Denke ja. Ja, doch, das mache ich. Die Alien Tackle konnte ich jetzt nicht auf das UFO ansprechen, ne? Nee. So, Setka. Oh.
neuer Ort wäre generell mal irgendwie nicht schlecht, den man jetzt wieder dazu bekommen würde. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich für Adventure nicht so gerne mag, die nur an denselben Orten stattfinden. Weil man dann halt irgendwie nie weiß, so wirklich, was jetzt neu dazukommt oder jetzt neu wichtig wird. Da ist jetzt irgendwas getriggert hier. Sitzt jetzt zum Beispiel irgendwer in der Air Lounge. Air Lounge. Oder ist da hinten dann irgendwer bei den Cargo-Dingern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Kann ich im Informationszentrum auf einmal nach irgendwas fragen? Nee, hier wird mir nichts. Warum kann ich mir zum Beispiel dieses Flaschenregal anschauen? Warum? Muss das für irgendwas gut sein? Ist aber nicht. Ich glaube, das hat bestimmt gar nichts hier getriggert. Die Kamera, kann ich mir die anschauen? Kann ich mir auch wieder nur aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Kamera. Der Airport wird komplett von Kameras überwacht. Zu unserer Sicherheit. Gut, das diente bestimmt eher als Hinweis dann für das Schließfach. Mrs. Evans. Guten Tag, Mann. Guten Tag. Ich brauche... Nee. Hier ist ja auch nichts weiter Wichtiges. Leider. Oder kann ich jetzt durch den Aussichtspunkt da bei den Schließfächern was Neues sehen? Irgendwas muss es doch da geben. Aber muss sich doch jetzt hier verändert haben. Da auf jeden Fall nicht, das sehe ich jetzt. Ach. Okay, geh mal in die Nahansicht. So. Wieder nichts. Muss ich hier irgend... Ich hab noch das Garn hier. Muss ich hier... Check-in Terminal irgendwas. Kann ich Brieftaube irgendwie losschicken? Ritas Nummer da dran halten. Nein, ich weiß, dass das Käse ist. Mir das Videoband nochmal anschauen, das macht ja auch keinen Sinn. Ich stehe mal wieder komplett auf dem Schlauch. Schon wieder gar nicht, was ich machen soll. Ja, mal wieder hier unten hin. Ist auch nur den Ausgang, leider. Vielleicht sagt er ja nochmal was, wenn ich mir das Video anschaue. Warte. Ah, die Uhr. Warte. Nein. Ach, geht doch jetzt wieder da rein. Da stand doch 1.46 Uhr. Kann er das irgendwie kommentieren? Nee. Vielleicht fällt ihm das nochmal auf, wenn er das jetzt nochmal guckt. Aber bestimmt nicht. Vielleicht kann ich dann bis dahin irgendwie warten oder so. Ich habe keine Ahnung. Das versuchen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das reicht für jetzt. Ich habe ja mal wieder gar nichts geschafft, beziehungsweise ich habe wieder gar nichts geschafft. Ich würde euch ja sogar nach Tipps fragen, aber bringt ja auch nichts, weil ich die Folge ja jetzt eh noch die nächste Serie aufnehmen werde. Außerdem antwortet eh keiner. Klingt jetzt so vorwurfsvoll, ist es gar nicht gemeint, aber ist halt einfach so. Naja,
Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play The Moment of Silence wieder und bis dahin macht's gut.